Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video möchte ich meine Meinung sagen zu der Frage, ob man die Prüfung verschieben soll. Ob man also einen späteren Prüfungstermin wählen sollte als den, den man anvisiert hat. Nehmen wir an, das ist P, Ihr Prüfungstermin. Auf diesen Prüfungstermin haben Sie hingearbeitet. So, und jetzt kommt irgendwas, irgendwie, irgendwo. Und Sie überlegen, ob Sie verschieben, die Prüfung verschieben, Fragezeichen. Und ich sage Ihnen meine Meinung dazu. Diese Meinung ist einzig allein geprägt durch das Motiv, dass ich möchte, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Ich habe ansonsten keine weiteren Motive als dieses Ziel. Ich sage Ihnen, was die Einstellung sein muss, damit Sie Ihr Ziel erreichen. Meine Meinung dazu ist, Prüfung verschieben, nein. Nein. Es gibt eine Ausnahme, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber grundsätzlich ist meine Meinung dazu nein. Auf Ihrem Weg zum Erfolg sind Sie gewissen störenden Einflussgrößen ausgesetzt. Nehmen Sie das quasi, wenn Sie mir den militärischen Ausdruck mal gestatten, als Störfeuer. Sehen Sie das als Störfeuer. Bleiben Sie fokussiert auf Ihr Ziel. Und das ist dieser Prüfungstermin hier. Und wehren Sie, soweit es geht, dieses Störfeuer ab. Immunisieren Sie sich. Setzen Sie nicht, soweit es geht, sich nicht mehr dem Einfluss aus. Denken Sie immer daran, wenn Sie auf dem Weg zum Erfolg sind, gibt es Kräfte, die sich oft manifestieren durch Menschen, die ihren Erfolg nicht wollen. Und diese Kräfte finden direkte Wege, manchmal auch indirekte Wege, um sie von ihrem Ziel abzubringen. Das nenne ich dieses Störfeuer. Entziehen Sie sich, soweit es geht, diesem Störfeuer und bleiben Sie fokussiert, gehen Sie weiter in Richtung Ihres Termines, in Richtung Ihres Ziels. So. Also, das ist meine erste Antwort. Soll ich die Prüfung verschieben? Nein. Und es gibt noch etwas an der Stelle. Manchmal ist diese Überlegung hier, soll ich verschieben, also dieses Fragezeichen hier, soll ich verschieben, auch, ja, wie soll ich sagen, es ist geprägt von Angst. Es ist geprägt von Angst vor dem klar messbaren Ergebnis. Denn auf diesem Weg hier, kann man immer ziemlich viel erzählen, wie großartig man ist und wie gut man das alles kann und ich weiß nicht was alles. Die Prüfung selber und erst die Prüfung selber führt zu einem klaren Ergebnis. Und das ist was anderes als vorher das Gerede. Die Prüfung liefert ein klares Ergebnis. Hast du bestanden? Hast du nicht bestanden? Wenn du bestanden hast, mit welchen Noten hast du bestanden? Und ich kann Ihnen sagen, nach vielen, vielen Jahren Vorbereitung, die ich biete auf IHK-Prüfungen, die IHK-Prüfung selber ist von ihrer strukturellen Anlage recht gut gemacht. Das heißt, sie ist relativ objektiv, soweit es überhaupt objektive Sachen gibt in dieser Welt. Aber sie ist relativ objektiv, das heißt, persönliche Willkür oder Antipathie eines Prüfers oder so etwas, ich will nicht sagen, es ist ausgeschlossen, aber es ist sehr klein gehalten. Von daher haben Sie schon ein recht klares Ergebnis. Und da haben manche Leute auch Angst vor. Vor allem, wenn sie auf ihrem Weg dahin sehr viel geprahlt haben. Ja, und deswegen verschieben. Oder aber man redet sich ein, wenn man dieser Überlegung hin nachgeht, dass das irgendwo, wenn man jetzt verschiebt,
dass dann die Situation besser ist. Und das ist wahrscheinlich eine der vielen, vielen Selbstlügen, die Menschen sich antun. In einem halben Jahr oder in einem Jahr oder wann immer ist die Situation wahrscheinlich nicht besser. Ja, sie ist vielleicht etwas anders, aber ist sie besser, ist sie störungsfreier? Wahrscheinlich nicht. Von daher lautet also meine grundsätzliche Antwort, und ich habe da über die Jahre auch nichts dran geändert, weil manchmal lernt man ja dazu und sagt, okay, jetzt bin ich schlauer, jetzt gebe ich eine bessere Antwort. Hat sich hier nichts geändert? Meine grundsätzliche Antwort ist nein. Aber es gibt ein Aber. Nein, Aber. Das heißt, es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist die Situation, dass Sie auf Ihrem Weg hier mit irgendetwas konfrontiert sind, das also zum Beispiel auch durch diesen Schutzwall hier durchdringt und Sie quasi von Ihrer Bahn abbringt. Dass Sie aus dem Gleichgewicht bringt. Und dass Sie Zeit brauchen, um sich wieder selber auszubalancieren. Also die Zeit wird nicht so sehr gebraucht für die Prüfungsvorbereitung. Das ist auch eine der vielen Lügen, dass man sagt, in einem halben Jahr oder in einem Jahr bin ich dann besser vorbereitet. Das ist eines der vielen Lügen. Ja, solange man sein Vorbereitungssystem nicht ändert, und das tun die wenigsten dann, ist man auch in einem halben Jahr nicht schlauer, als man jetzt ist. Sondern man geht es jetzt an. Aber wenn dieser Störfaktor hier kommt, sodass man aus dem Gleichgewicht geworfen wird und Zeit braucht, nicht für eine bessere Prüfungsvorbereitung, aber um sich besser wieder auszubalancieren. In allen Bereichen des Lebens, das kann sein beruflich, privat, beziehungstechnisch, finanziell, wie und wo auch immer, dann ist der Ausnahmefall gegeben. Also es gibt die Ausnahme. Die einzige Ausnahme, die ich sehe, dass man einen strukturellen Wiederaufbau selber braucht. Ja, oder ich könnte es auch so sagen, es gibt eine Störgröße, die so stark auf das Leben des sich Vorbereitenden einwirkt, sodass man aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Also eine Störgröße mit strukturveränderndem Einfluss, so nenne ich das mal. Ja, etwas, das einen aus der Balance bringt. Wie ich schon sagte, beziehungstechnisch, finanziell, beruflich, wo auch immer und wie auch immer. Das ist die Ausnahme und das ist die einzige Ausnahme aus meiner Sichtweise heraus. Geprägt einzig und allein durch das Motiv, dass ich möchte, dass Sie Ihr Ziel erreichen. So, wenn diese Ausnahme gegeben ist, dann ist die nächste Frage, also Ausnahme ist gegeben, die nächste Frage ist, wie lange diese Verschiebung? Und Sie kennen den Rhythmus der Kammer. Stellen Sie sich vor, das ist hier das Jahresende, dieser dicke vertikale Strich. Dann gibt es immer einen Herbsttermin, es gibt im neuen Jahr einen Frühjahrstermin und es gibt einen Herbsttermin. Das gilt für fast alle IHK-Prüfungen. Zweimal im Jahr wird geprüft, Frühjahr und Herbst. So, jetzt nehmen wir an, wir sind hier im Herbst und diese Störgröße kommt mit dem strukturveränderndem Einfluss. Wie lange sollen Sie verschieben? Und da würde ich mal sagen, maximal auf den nächsten Termin. Ja, ist gleichzeitig auch die weniger geht nicht. Ja, aber mehr auf gar keinen Fall. Ja, begrenzen Sie also den Zeitraum, dass Sie sich wieder aufbauen, dass Sie sich wieder in Gleichgewicht bringen auf ein halbes Jahr, inklusive der Prüfungsvorbereitung. Nutzen Sie vielleicht sogar die Prüfungsvorbereitung, um sich wieder auf die Spur zu bringen. Ja, also
Das ist dieses halbe Jahr oder hier Frühjahr auf den Herbst, ein halbes Jahr. Und das ist das Maximum, von dem ich sage, dass eine Verschiebung, wenn der Ausnahmefall gegeben ist, in Ordnung ist. Wenn Sie länger als ein halbes Jahr verschieben, also ein Jahr und mehr, sinken die Chancen, dass Sie Ihr Ziel erreichen, drastisch. Sie sinken drastisch. In der Regel verschieben Sie ins Nirgendwo und passiert niemals. Dahin verschieben Sie, wenn Sie länger als ein halbes Jahr verschieben. Sie verschieben in das unbestimmte Nirgendwo all diese Dinge, die man irgendwann mal in seinem Leben vielleicht noch irgendwie machen will und so weiter und die nie mehr passieren. Das ist die Riesengefahr. So, das ist meine Philosophie zum Thema Prüfung verschieben. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.